Moin. Eventuell besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich erkältet habe, obwohl es Sommer ist und ich manchmal wirklich Arschwasser des Grauens habe. Aber ja, das ist nur mal so eine kleine Side-Info. Nicht, dass ihr euch fragt, wieso ich mich jetzt, keine Ahnung, wie so ein misslungener AI-Filter anhöre. Aber viel Spaß mit dem Video. Das folgende Video ist nur eine Fan-Zusammenfassung und soll das Original nicht ersetzen. ReZero gehört Tapei Nagatsuki, Media Factory und White Fox. Bitte unterstützt das Original und bitte strikt mich nicht. Ein erkältetes Moin, Leute, und damit willkommen mal wieder back zu einem neuen Video und heute gibt es ReZero Staffel 2. Und bitte nehmt mich nicht in den Kommentaren auseinander, falls ich hier irgendwas falsch hinkriege, weil wirklich, verglichen mit Staffel 1 ist Staffel 2 wirklich so Raketenwissenschaft. Es ist an nicht wenigen Stellen wirklich sowas von unverständlich. Ich frage mich, ob das wirklich auch im Manga so ist, aber ich hoffe mal nicht. Aber dann würde ich mal sagen, let's go! Jeden Tag sterben meine Freunde weg, nach ihrem Tod, da bin ich in dem Bett. Was für ich bekomme eine zweite Chance, ich bekomme unendlich. Nach ihren Reels hatte mein Kopf Chaos, doch meine Freunde wissen nichts davon. Alles ist gut, aber dann beginnt es von vorne. Viel Spaß mit dem Video. Nun muss Subaru Abaram und Roswal finden. Darauf trifft er im Anwesen auf das Hausmädchen Frederika. Außerdem ist noch das Dorfmädchen Petra nun als Maid tätig. Darauf spricht Subaru mit Beatrice und dieses auf einmal komplett anders, nachdem sie das Evangelion des Priesters sieht. Roswal, Ram und die Dorfbewohner sind aber immer noch im Unterschlupf, welcher sich im Halbmenschendorf befindet und dessen Barriere kann man nur betreten, wenn man einen Kristall dabei hat, welchen sie von Frederika erhalten. Zudem sollen sie sich dort vor ihren Bruder Garfield in Acht nehmen. Im Wald beginnt jedoch der Kristall an zu glänzen und auf einmal befindet sich Subaru nicht mehr in der Kutsche. Darauf betritt er einen Tempel und er trifft hier auf die Hexe der Gier, aka Echidna. Die Dame ist auch eigentlich schon lange tot, aber ihre Seele lebt hier weiter. Diese hilft ihm jedenfalls weiter bei der Suche nach dem Unterschlupf und danach ist er wieder zurück, jedoch wird er plötzlich von jemandem angegriffen und genau dieser Typ ist offenbar Garfield. Als Subaru jedoch Frederika erwähnt, kann er den Typen beruhigen. Sie kommen jedenfalls jetzt im Halbmenschendorf an, wo sie auch endlich auf Ram treffen. Roswald ist irgendwie auch mit Verbänden verarztet und zudem ist dies der Ort, wo die Hexe der Gier gestorben ist. Sie würden auch gerne ins Anwesen zurückkehren, aber leider kann Emilia nicht zurück, weil sie eine Halbelfe, also ein Halbmensch ist, welche nicht wieder zurück durch die Barriere gehen können und deshalb muss zuerst eine Prüfung erfolgreich abgelegt werden, damit die Barriere aufgehoben wird. Normale Menschen können by the way ganz leicht durch die Barriere, sodass die Dorfbewohner zurückkehren könnten, aber die Halbmenschen halten diese dort fest und der Typ sieht nur so aus, da er diese Prüfung der Barriere absolvieren wollte, jedoch können das nur Halbmenschen. Emilia soll die Prüfung nun auch erfolgreich abschließen, damit auch die Barriere deaktiviert wird und die Dorfbewohner freigelassen werden, wobei sie jedoch kläglich scheitert. Darauf wacht Subaru aber plötzlich in seiner Heimat, also in Japan, auf. Bruder, und warum bekommt er so viele Erbsen? Jedenfalls redet er mit seinem Vater darüber, dass es ihm leid tut, die Schule geschwänzt zu haben, worauf er wieder hingehen will. Als er die Schule betritt, trifft er aber wieder auf Echidna. Das hier ist jedenfalls die erste Prüfung von dreien, welche ich denke mal mit der Vergangenheit zu tun hat und welche er auch erfolgreich abgeschlossen hat. Subaru ist ihr auch dankbar, dass er mit seinen Eltern sprechen konnte. Jedoch liegt Emilia komplett verstört neben ihm, aber sie kann sich später beruhigen. Emilia versucht auch die Prüfung erneut, aber sie scheitert wieder kläglich. Subaru ist auch sauer, dass Roswal nichts gegen die Hexenverehrer unternommen hat, aber dieser sagt nur, dass Subaru es auch so geschafft hat, obwohl Rem gerade in einem Koma ist. Zudem kann sich nicht mal ihre Schwester an sie erinnern. Als Subaru wieder in das Anwesen zurückkehrt, taucht auf einmal Elsa, also die geflüchtete Tante vom Anfang, auf. Damit ist er mal wieder resettet. Er möchte jedenfalls statt Emilia diese Prüfungssache durchziehen, aber sie möchte es selber schaffen. Er kehrt nun schneller zum Anwesen zurück und zwar mit Ram. Auf einmal wird aber Petra von Elsa als Geisel genommen, jedoch können sie noch entkommen. Subaru erleidet jedoch einen Treffer und Ram möchte nun die anderen im Anwesen zurücklassen, obwohl das auch heißen würde, dass sie ihre eigene Schwester aufgibt. Damit die anderen Ram holen können, macht Frederika nun die König der Löwen-Transformation, um Elsa aufzuhalten. Bruder, und was ist das für ein Ding? Er wird aber kritisch erwischt und auch verletzt. Zudem scheint Petra tot zu sein. Beatrice hilft ihm darauf, jedoch will er schnell sterben, sodass er beim nächsten Reset alle retten kann und kein ungewollter neuer Speicherpunkt entsteht. Jedoch hält sie ihn auf. Alles, was sie tut, macht sie auch nur, da offenbar ihr Evangelion sie dazu anweist. Darauf erscheint aber wieder Elsa, die ihn erneut umbringt.
Frederica konnte als Halbmensch auch nur so aus der Barriere entkommen, da sie so gesehen ein Viertelblut ist. Währenddessen will Subaru nun statt Emilia die Prüfung antreten, jedoch wird er darauf von Garfield entführt und an einen anderen Ort gebracht, da er wieder diesen Geruch der Nighthexe an sich kleben hat. Deshalb soll nur Emilia die Prüfung antreten. Jedoch befreit ihn der Pfarrer Otto, da er Subaru als Freund ansieht, und danach fragt der Roswald, ob Beatrice zu den Hexenverehrern gehört, aber das Evangelion in ihren Händen ist offenbar nicht mal eins, sondern lediglich ein zukunftssehendes Buch. Sie wollen nun erneut zum Anwesen, aber auf einmal kommt Garfield dazwischen, sodass Ram gegen diesen antritt. Otto will nun mit Subaru alleine gehen, jedoch kommt wieder Garfield in seiner Kellogg's Frosties Transformation vorbei, welcher Subaru angreifen will, aber Otto beschützt ihn mit seinem eigenen Leben. Darauf wacht er wieder auf, aber nun schneit es plötzlicherweise und zudem ist das Dorf jetzt auch aus irgendeinem Grund leergefegt. Außerdem erscheinen noch weiße Hasen, die ihn als Mittagessen zerfleischen, sodass er mal wieder resettet ist. Er ist darauf sogar so verzweifelt, sodass ihn wieder die Nighthexe einlädt und darauf bricht dann noch mehr zusammen, da dieser Höllenkreislauf für ihn zu viel ist. Die Hexe des Neides ist jedenfalls für Subarus Kraft verantwortlich, sodass er nicht vollständig stirbt, jedoch sind hier andere Leben nicht so wichtig. Die Hasen, die ihn das letzte Mal gekillt haben, sind jedenfalls so welche magische Wesen wie der Weiße Wal, welche von der Hexe der Völlerei erschaffen wurden. Deshalb bietet die Hexe der Habgier nun die gefährliche Lösung an, dass er mit ihrer Kollegin, also der Hexe der Völlerei, reden kann. Jedoch taucht darauf die Hexe des Hochmutes auf und 5 Sekunden später ist er arm dran, obwohl er jetzt nur noch einen hat, und danach zerspringt er wie eine Lego-Figur. Jedoch ist er darauf wieder ganz, da nun die Hexe des Zorns auf einmal vor ihm steht und diese wird dann durch die eingesperrte Hexe der Völlerei ersetzt. Jedenfalls gibt diese ihnen den Tipp, dass die Hasen eine geringere Intelligenz als Patrick Star haben. Die Habgier-Hexe ist jedenfalls nicht interessiert an Emilias Prüfung, da diese zu schwach ist, also soll das lieber Subaru machen. Der Bruder rennt nur nach draußen, aber was ist hier los? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Jedoch kommt Garfield dazwischen und das ist hier offenbar alles durch die Hexe des Neides entstanden, die nun durch die Barriere durchbrechen und zum Anwesen will. Der Schatten hat jedenfalls das ganze Dorf mit sich genommen und Garfield will jetzt die Hexe überlisten, aber ganz ehrlich, lassen wir das doch mal. Er korbt sie auch richtig hart. Verglichen mit dir kann ich eher noch die andere Hexe Echidna lieben. Im Schatten gefangen tötet sich Subaru erneut und er sagt darauf, dass er die Neidhexe retten will. Und damit rein in den nächsten. Ach, ihr wisst doch, was ich sagen will, ganz ehrlich. Der Typ ist einfach verreckt, also geht's von neu los so. Durch diese ganzen unzähligen Tode zittert er jetzt übelst, aber Emilia ist diesmal nicht verängstigt. Subaru will jetzt jedenfalls alleine zum Anwesen, jedoch wird er wieder von Garfield aufgehalten, aber er kann ihn überzeugen, sodass er weitergehen kann. Subaru ist nun wieder bei Beatrice im Anwesen und offenbar funktioniert ihr Wahrsagerbuch schon lange nicht mehr. Und sie hat außerdem noch einen Vertrag, nach welchem sie auf eine bestimmte Person in der Bibliothek warten soll. Aber sie möchte das alles nicht mehr, sodass sie sterben wollte, aber nun will sie lieber Subarus oberste Priorität werden, sodass sie von diesem Vertrag befreit wird. Jedoch kommt jetzt Elsa vorbei, also flüchtet er mit Beatrice, aber dabei trifft er auf eine weitere Gegnerin, nämlich Maylee, welche echt wie eine Sechsklässlerin aussieht. Elsa greift an, aber Beatrice wehrt das ab und danach tötet sie die Frau. Jedoch hat diese natürlich wieder überlebt und daraufhin, nun ja, erlöst sie das Geisterwesen, worauf auch Subaru schwer verletzt wird. Jedoch ist das kein Reset, da er einfach nur aufwacht und darauf auf Emilia trifft, die jedoch ein bisschen anders drauf ist, da sie ihre Liebe für Subaru gesteht, aber ihm ist klar, dass sie das nie tun würde. Daraufhin sind sie bei Roswald, der offenbar für den Schnee verantwortlich ist und darauf einfach Ram und Garfield tötet. Das andere Wahrsagerbuch hat jedenfalls dieser Typ, da er sein eigenes Ziel erreichen will. Durch das Buch weiß er auch von Subarus Fähigkeit, worauf er ihn verprügelt und nun sind auch wieder die Hasen da, die Roswald zerfleischen. Aber rein in den nächsten Reset, weil Subaru mit seinen Death Counter gefühlt einen Weltrekord jagt. Uwu, ich brauche Ria Senpais Füße in der Fresse. Sorry, mein Aufnahmeprogramm hat gerade irgendwie gebuggt oder so. Auf einmal sieht er alle Reaktionen nach seinen schon gestorbenen Toden und danach steht auf einmal Rem vor ihm, welche ihn auch küssen will, aber das alles kommt ihm ein bisschen komisch vor, da sie möchte, dass er sich ausruht, was diese aber nie zu ihm sagen würde. Das alles war offenbar auch die Hexe der Lust, die jedoch von der Habsucht-Hexe beauftragt wurde und jedenfalls war das die zweite
Aufnahmeprüfung, welche er bestanden hat. Echidna möchte nun aber einen Vertrag mit ihm abschließen, wodurch sie ihn jederzeit unterstützen kann, da sie seine Erfahrungen sehen möchte. Subaru will das auch eingehen, jedoch waren die Zornhexe und die Lusthexe ihn davor. Außerdem war es so, dass sie zwar Beatrice den Auftrag gab, in der Bibliothek auf jemanden zu warten, jedoch sollte sie wen auswählen, was sie jedoch nicht tat, und deshalb ist Beatrice schon seit über 400 Jahren in der Bibliothek. Subaru nimmt ihren Vertrag auch nicht an, da Echidna kein Mitgefühl für Beatrice zeigt. Jetzt taucht aber die Nighthexe wieder auf, aka die Yandere Nonplusultra, die will, dass sich Subaru mehr wertschätzt, weil sie ihn liebt. Er kann das alles aber nicht mehr, also beißt er sich selbst in die Zunge, jedoch retten ihn die Hexen. Er richtet sich nun wieder auf und ist diesen sehr dankbar. Ihr seid grausame Monster, deren Motive und Moralvorstellungen ich nicht verstehen kann. Da er nun wieder motiviert ist. Außerdem will die Nighthexe auch noch, dass er sie eines Tages erlöst, worauf er wieder aufwacht. Er will auch wieder in den Prüfungstempel, jedoch ist er nun in den Augen der Habgehexe ungeeignet. Und einfach mal Roswald ist für die Attentäter auf das Anwesen verantwortlich, dass Subaru so gezwungen ist, sich zu entscheiden, wen er retten will. Der meinte noch vorher so, Jo Brudi, ich bin dein Verbündeter. Wie zuvor bringe ich dich in Bedrängnis, um deine Entschlossenheit zu erhöhen. Ich werde dich komplett perfektionieren. Bruder, was ist das für ein Psycho? Er hat jetzt wieder mal eine Downphase, jedoch taucht sein Freund Otto auf. Subaru soll nämlich aufhören, so zu tun, als wäre er stark, denn er soll auch mal Otto um Hilfe bitten. Deshalb ist er auch wieder motiviert. Das ist so ein Gefühlschaos. Jedenfalls steckte Emilia damals im Eisfest, bis Puck sie eines Tages rettete und zudem wurde ihre ganze Familie eingefroren, weshalb sie als Thronanwärterin kandidierte, da Roswald ihr dann versprach, diese aufzutauen. Subaru holt nun vor allem wieder Puck zurück, der vorher nicht erscheinen konnte, und dieser will jetzt seinen Vertrag mit Emilia brechen, sodass diese sich nun an ihre Vergangenheit erinnern kann. Am nächsten Morgen ist Emilia aber verschwunden und Otto kümmert sich um Garfield. Der Ehrenmann wurde jedenfalls mit einer Gabe geboren, dass er sich mit Tieren verständigen kann, jedoch wurde er eines Tages aus der Stadt gejagt, worauf er ein Händler wurde. Otto hält hier seinen Gegner auf, um seinen Freund zu helfen, also macht Garfield wieder die Wildnistransformation, aber Rem setzt ihn ziemlich zu, obwohl sie auch getroffen wurde. Währenddessen redet Subaru mit Emilia, die hier traurig ist, da sie denkt, dass er mit ihren Scheitern gerechnet hat und da Puck nun weg ist. Ey, mir fällt gerade auf, dass der Bruder schon lange nicht mehr gestorben ist. Jedoch muntert er sie auf, indem er seine Liebe für sie äußert. Emilia kann das aber nicht akzeptieren, da sie denkt, dass er nur ihr Ich ohne ihre Ecken und Kanten sieht. Jedoch überzeugt der Bruder sie dann noch damit, dass er ihre Schwächen aufzählt und liebt und danach noch mit seinem Mund, aber ohne Worte zu benutzen. Garfield ist nun komplett im Rage-Mode und deshalb macht Subaru sein Talk no Jutsu, jedoch klappt das nicht, da damals seine Mutter aus dem Dorf ging und kurz darauf starb, weshalb er jeden daran hindern will, rauszugehen, damit er so alle beschützen kann. Subaru rammt aber ein Kristall in ihn rein, womit er seine Wildkatzentransformation aufhält und danach widersteht er noch einen heftigen Schlag. Garfield schlägt aber weiter zu und darauf benutzt er einfach die unsehbaren Hände. Da er aber noch länger stehen bleibt, knockt ihn das Reittier aus. Danach absolviert Garfield die erste Prüfung über seine Vergangenheit, wonach er diese endlich akzeptiert und kein Problem mehr damit hat, die anderen aus dem Dorf zu lassen. Nun ist auch wieder Emilia mit der Prüfung über ihre Vergangenheit dran und hier ist einfach der junge Romani Conti, der hier aus irgendeinem Grund einfach normal ist und sich auch gut mit Emilias Tante versteht. Jedenfalls kannten sich Beatrice, die Habgehexe und Roswald schon länger. Auf einmal tauchte aber ein Bischof der Hexenkirche auf, welcher von der Hexe der Prallerei Hilfe bekommen hatte, also sind sie geflüchtet. Romani Conti nutzte deshalb die unsehbaren Hände, jedoch war das für den Bischof keine richtige Attacke und der ist wirklich anders krass OP. Jedoch wollte die Hexe ihn beruhigen, aber der hat das nicht so ganz positiv aufgefasst. Jedoch ist diese natürlich unverletzt, also schickt diese den Bischof weg und Romani Conti plus Emilias Tante kämpfen gegen den Bischof. Die Prallerei-Hexe ist aber nun mit Emilia bei einem Siegel und diese wollte, dass sie dieses öffnet. Jedoch würde Emilia damit das Versprechen ihrer Mutter brechen, dies ungeöffnet zu lassen. Darauf erschien ihre Ziehmutter, jedoch wurde diese unabsichtlich von Romani Conti getötet, da er von der Prallerei-Hexe getäuscht wurde. Darauf hatte Emilia einen Wutanfall, wobei sie sich selber und auch die Umgebung um sich einfrierte. Zudem wurden noch ihre Erinnerungen gelöscht und ab diesem Punkt war auch der Geist von Romani Conti gebrochen. Emilia akzeptiert nun auch ihre Vergangenheit, wodurch sie auch ihre erste Prüfung besteht. Damals war Roswald offenbar auch sehr krank, jedoch heilte ihn Echidna, worauf er sich verliebte. Zudem bat sich ein Mädchen namens Ryuzo als Kern für die Barriere des Dorfes an, jedoch attackierte ein Typ namens Hector zur gleichen Zeit dieses,
weshalb sich das Mädchen als Energiequelle opferte. Roswald denkt jedoch nicht, dass Emilia es weiter schaffen wird, aber genau Subaru denkt genau das Gegenteil. Subaru, Otto und Garfield machen sich jetzt zum Anwesen auf und währenddessen konfrontiert Roswald Emilia, dass Subaru sie beeinflusst, da er immer zu nett zu ihr ist, jedoch erinnert sie sich, dass selbst er sie oft kritisiert, sodass sie diesen nicht zustimmt. Ram erhebt nun auch ihre Hand gegen Roswald, da dieser mit einer Ryuzo-Kopie, welche im Dorf ist, einen mächtigen Zauber ausführen möchte. Und aus irgendeinem Grund gibt es da wieder Pack. Nun ist Elsa wieder da, jedoch kann man das gleiche von Subaru behaupten, der Garfield gegen die Assassine mitgebracht hat, welcher wiederum endlich nach langer Zeit auf seine Schwester trifft. Subaru will währenddessen Beatrice nach draußen bringen, jedoch will diese in der Bibliothek bleiben, da das Wahrsagerbuch ihren Tod voraussagt. Jetzt taucht aber auch wieder Miley auf, gegen welche sich Frederica stellt. Emilia tritt nun die zweite Prüfung an und in dieser alternativen Gegenwart ist Romani Conti normal geblieben und die drei wirken wie eine echte Familie. Und obwohl das Ganze wie ein Paradies ist, ist diese Welt für Emilia nicht wünschenswert, da sie auch die echte Welt trotzdem Leid zu schätzen weiß, womit sie die zweite Prüfung erfolgreich beendet. Zudem sagt die Habgier-Hexe erneut, dass sie Emilia hasst. Währenddessen unterstützen auch die anderen sie bei der letzten Prüfung. Subaru muss nun gegen ein Riesenvieh ran und zusammen mit Petra und Otto zünden sie dieses an, worauf sich das Tier von der Klippe stürzt. Jedoch brennt jetzt das gesamte Anwesen und nun trennen sie sich wieder, da Subaru noch wen retten muss. Nach der letzten Prüfung, welche die potenzielle Zukunft zeigt, ist Emilia dann wieder beim Tee trinken, aber offenbar will die Habgier-Hexe sie nicht mehr sehen. Emilia ist jedenfalls nicht von der potenziellen Zukunft verängstigt, da man diese jederzeit ändern kann. Jedenfalls hat sie damit jetzt auch alle drei Prüfungen bestanden und Emilia will außerdem irgendwann nochmal mit den anderen Hexen Tee trinken. Nun zerbricht jedenfalls endlich die Barriere, jedoch wütet draußen ein schwerer Schneesturm. Währenddessen ist Garfield hart am Kämpfen, wovon er auch ganz schön erschöpft ist, aber trotzdem geht es weiter gegen Elsa und Bruder, was ist das für ein Kampf? Jedoch kann er sie zermatschen. Währenddessen gesteht Ram einfach mal ihre Liebe für Roswald, jedoch kann dieser das nicht glauben, da er ihre Heimat zerstörte und deshalb eher von ihr gehasst werden sollte. Darauf legt Puck richtig los und Rem holt sich Roswalds allwissendes Buch, welches sie darauf verbrennt. Danach explodiert alles. Puck ist offenbar auch für den Schneesturm verantwortlich und währenddessen ist Roswald verzweifelt, da er scheinbar auch Ram verliert. Die Barriere ist jedoch noch nicht komplett aufgehoben, da der Kern aus der Original-Ryuzo noch zerstört werden muss. Subaru will nun Beatrice aus der Bibliothek rausholen, aber er wird immer weggeschickt, jedoch will sie insgeheim erlöst werden. Er will ihr auch helfen, jedoch blockt sie immer wieder ab. Subaru will aber trotzdem nicht aufgeben und bittet sie nun darum, dass er nicht sie, sondern andersrum, also sie ihn rettet. Beatrice soll nun ihr Versprechen, in der Bibliothek zu bleiben, aufgeben und mit ihm gehen, was sie auch schlussendlich tut und darauf wollen sie Emilia gegen die aggressiven Hasen helfen. Beatrice und Subaru haben nun einen Vertrag geschlossen und deshalb können sich jetzt beide gegen die Hasen wehren. Der Bruder sperrt nun die Hasen ein und darauf hebt Emilia diese an, worauf Beatrice die kleinen Drecksdinger wegsperrt. Diese ist auch mit ihm gegangen, da er nun der Mittelpunkt ihrer Welt werden will. Am Ende ist Puck auch wieder zu Emilia zurückgekehrt und zudem denkt sie, dass sie durch den Kuss schwanger wurde. Roswald ist jetzt auch endlich ein Verbündeter, da er Emilia bei der Thronwahl immer noch unterstützen muss. Ich habe fast vergessen, dass die Thronwahl noch so existiert. Falls sich Roswald aber jemals wieder gegen die Gang wendet, wird er unerträgliche Schmerzen leiden. Zudem ist Subaru nun der rechtmäßige Ritter von seiner Geliebten, obwohl der Glaube kein Schwert führen kann. Hauptsache Emilia sagt noch am Abend: Dieser Anblick hier ist in meinen Augen einfach nur perfekt. Obwohl Rem immer noch in ihrem Koma ist und in der Staffel basically geghostet wurde. So Leute, wir sind jetzt hier so gesehen im Outro angelangt und ich möchte noch ein paar Sachen sagen, nämlich Real Talk, das ist das erste Video, wo ich mir nicht so 100% sicher war, ob ich das raushauen will, weil es einfach kein Anime ist oder keine Staffel ist, die ich zu 100% verstanden habe. So. Aber ich denke mal, ich bin da nicht der Einzige. Also ihr könnt mal reinschreiben, wenn ihr Season 2 geguckt habt, wie gut ihr so gesehen ReZero Staffel 2 verstanden habt. So. Weil für mich war diese Staffel wirklich überladen mit Informationen und zwar so krass überladen, sodass man viel weniger versteht und so. Und falls ich nach einem Upload irgendwie merke, dass ich Scheiße gelabert habe bei irgendeiner Sache so, dann werde ich das wahrscheinlich in einem angepinnten Kommentar berichtigen. Aber mal gucken. Als nächstes kommt auf jeden Fall Overlord und danach Ashita no Joe. Das ist ein nicer Boxing-Anime. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi Kowski.